Hey Leute, da sind wir wieder bei Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Rot, dem, sagen wir mal, zweiten Anfang. Hier mal wieder in der Donnerhallhöhle. Wer nicht weiß, was gecheckt ist, schaut euch den letzten Part an. Quasi müssen wir eigentlich alles nochmal machen. Ja, wir waren ja nicht weit, also halb so schlimm. Wir sind, wie gesagt, in der Donner. Ich will den scheiß Georock-Brock fixieren, aber ich komme mit der Steuerung nicht zu Rate. Vielen Dank, Spiel. Ja, ich weiß, wie man will. Ah! Ich bin halt die Steuerung vom DS gewöhnt. Die zwar fast genauso ist, aber nicht ganz. Energiefokus. Oh ja. Das brauchen wir. Vielen Dank, dass wir auch noch 3 Punkte Spezialangriff kriegen. Das brauchen wir auch. Als Macholo. So, mehr Georock Brock immer gut. Also zumindest jetzt noch. Ist Äpfel, ich weiß. Spiel. Danke. Donnerhallhöhle. U5, dort müssen. Nein, wir müssen noch weiter. Verdammt, kann ich das Spiel gut. Wir sind einfach nur gut. Yay, Pikachu ist Level 9. Hat das schon immer so schwer gelevelt? Das kann ja nicht wahr sein, ich bin nur Level 7. War das mir auch im alten Spielstand immer 2 Level voraus? Ich glaube, das schrumpft dann später ein, dieser Abstand. Hoffe ich. Ganz stark. Warum kann nicht einfach jedes Pokémon genau dieselben Erfahrungspunkte? Oh, Ruckzuckhieb, mein Freund. Na, da habe ich aber eine Überraschung für dich. Na, okay. Das macht einfach weiter Ruckzuckhieb. Wir kicken es einfach ins Maul und... Mann, ich bin irgendwie ziemlich unfreundlich jetzt, weil... Ihr wisst schon, ne? Harte Schicksalsschläge. Und im Spielstand. Deswegen kicken wir einfach mal Elekt... Wie heißt das Viech überhaupt? Elekid. Niemand braucht Baby-Pokémon. Deswegen treten wir Elekid einfach mal in die Fresse und... reagieren uns so ab und können dann irgendwann mal wieder mit frischem Blick an dieses Let's Play ransehen, wie irgendein... mit frischem Blick, woher habe ich das? Bestimmt aus dem Deutschunterricht damals. Oh, da sind sie. Bringen wir sie sicher hier heraus. Ja. Ich wollte nicht roleplayen, bis wir nicht wieder bei dem Part sind, wo wir waren. Ja, oh, Belebersamen. Easy. Denn wir wollen ja so schnell wie möglich wieder dorthin kommen. Ich bin froh. Der erste richtige Auftrag, ich weiß. Wir gehen nur in dein Partnerareal. Oh, davon dürfen wir noch gar nichts wissen. Möchtest du speichern? Bitte, danke. Speichern erfolgreich. Easy. Ich mach gleich mal einen Save State. Shift F1 war das nicht, ja. Gut. Wo bin ich? Träume ich etwa noch? Da ist jemand, ja, bla bla bla. Ich weiß, diese ganzen Traumsequenzen, die uns die Handlung näher bringen und so, hatten wir schon. Hatten wir sogar eigentlich schon das Pokémon, was, also rausgefunden, wer da eigentlich in den Träumen zu uns spricht. Ich weiß das schon gar nicht mehr. Nichts ist im Briefkasten. Nein, es sind keine Rettungsjobs. Yep, Infobreite. Nein, ich will doch selber laufen. Das ist der Pokémon-Platz. Ja, ach bitte. Ich weiß, was der Laden ist. Ich weiß, was die Bank ist. Danke. Schuppuglink, was für ein nützlicher Laden. Also ich mache das persönlich nie. Es gibt bestimmt Leute, die das benutzen. Ich fände es irgendwie sinnlos. Yep. Wir können steuern. Cool.
So, dann lagern wir gleich mal. Fangen wir gleich mal an. Denn wir haben ja wieder Zeug gekriegt. Wir müssen ein paar Sachen schon mal lagern für gewisse Spielabschnitte, die relativ hart sind, will ich mal sagen. So, den ganzen restlichen Gammel behalten wir erstmal. Schluppo kannst du eh vergessen. Knofenser! Ich weiß gar nicht, ob ich mit denen allen reden will. Wir müssen es ja nicht. Wir haben das ja alles schon mal gelesen. Wir müssen Geld sparen, ich weiß. Wir brauchen die Areale. Aber ich hätte mir jetzt gerne einen Belebersamen gekauft. Davon können wir uns eh nichts essen. Donnerblitz wäre cool. Hab ich gerade schon gelernt, ja sowieso Donnerblitz. Snobilikat Bank. Ja, da können wir schon mal einzahlen. Alles, bitte. Eifersüchtig wirst du darüber wachen. Ich habe kein Geld. Ja, das stimmt. Ich wollte dich auch nicht nochmal belästigen. Wir wollten ja nur zum Brett. Das ist die Pliperpost. Da ist das Infobrett. Rettungsjobs. Was haben wir denn hier so? Kleinhain. Kleinhain, Pfiffchen. Warum greifen mich alle an? Noch nicht zurückgekehrt. Yep, die nehmen wir auf jeden Fall mal an. Easy enough. Info. Bring mir Apfel für 100? Ne. Vergiss es. Ich finde nicht zurück. Ja, ganz normale Mission. Noch nicht zurückgekehrt. Finde der Wurmbel. Okay. Können wir machen. So. Siehst du, da hängen Rettungsjobs aus. Ich habe. Ja, ich weiß, wie das geht. Bäh, 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 bäh. Ja, wir werden bekannter werden. Wir sind ja Normalrang wieder. Ich weiß gar nicht mehr, auf welchem Rang wir waren, ob wir Bronze waren oder schon Silber. Das wollen wir ja wieder erreichen, ne? Und wir sollten nicht vergessen, auch auf Ausüben zu gehen. Menü. Danke. Jobliste, Kleinhain. Ich habe das alles schon mal erklärt. Guckt Videos 1 bis 10, glaube ich. Ich habe noch nicht nachgeguckt. Und ich denke mal, Leute, die ein Let's Play von Mystery... Obwohl, nee, das ist eigentlich nicht selbstverständlich, dass ihr schon das Spiel selbst gespielt habt. Sorry, ich habe gerade die Speed-Taste gedrückt, anstatt der fixierten Attackentaste. Tut mir leid. Ihr könnt euch jetzt ausmalen, wenn ihr mit der Steuerung vertraut seid, auf welchen Tasten ich das habe. Wenn man bedenkt, dass man mit den Schultertasten die fixierten Tasten benutzt und ich ein Gamepad habe, was mehrere Schultertasten hat. Xbox Gamepad, wohl Xbox, wer auch immer sich bei Microsoft gedacht hat. Wir nehmen den klassischen Nintendo Controller und drehen die Knöpfe um. Den finde ich. Also, ich werde ihn finden. Und dann werde ich ihn verprügeln mit meinem Kaktus. Hätte ich einen Kaktus. Ich habe keinen Kaktus. Und ich werde diesen Typen niemals treffen. Vielleicht ist er bereits gestorben. Ich weiß es nicht. Sollst vielleicht mal googeln, welcher Spacko das erfunden hat. Auf jeden Fall bin ich nicht sehr erfreut darüber. Ist eine Schnapsidee. Es ist eine Schnapsidee. Die hätten sie einfach wie Sony machen können mit ihrer PlayStation. Und Dreieck, Kreis und so. Damit habe ich absolut kein Problem. Aber mit der Xbox-Steuerung komme ich ständig durcheinander, wenn irgendein Spiel, das halt nimmt. Also meistens bei Steam-Spielen. Hier bei Emulator-Spielen kann ich es ja selbst einstellen. Das ist dann wenig das Problem. Da drücke ich dann aber trotzdem ständig den falschen Knopf. Und das ist owei. Hatte ich eigentlich in der letzten Folge darüber geredet, von wegen den Pokémon-Designs, oder war das in einem der
Outtake-Sachen, die der anderen Versuche. Ich weiß es nicht. Wenn nicht, schade, irgendwann werde ich es bestimmt nochmal anführen. Yay, Belebersamen. Oh, cool. Das ist immer gut. Und ihr 100 und Arena-Bäre, bla bla bla. Wir brauchen einfach nur die Punkte. Punkte, 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 fap, fap, fap. Boah, wir sind schon wieder bei 10 Minuten. Wir kommen voran. Nicht. Guck mal, wenn man mal bedenkt, dass ich bei den ganzen anderen Folgen noch gerollplayed habe und so. Safe State, ne? Dann müssen wir ja mindestens schon jetzt bei Folge 3 oder vielleicht 4 gewesen sein, wenn ich alles vorgelesen habe mit entsprechender Stimme. Das dauert ja dann. Als wenn man hier durchskippt. Hallo, ja, jetzt kommt Digtri. Der kleine Peniskopf. Jep, klettern ist unmöglich. Grab dich doch einfach durch. Und wie auch letztes Mal sage ich, wir sind noch nicht wirklich vorbereitet für den Stahlberg. Auch wenn es letztes Mal doch relativ easy war, muss ich sagen. Huch, man hat dich gefragt. Jep. Und Digtri ist natürlich noch da, der elende Sack. Ja. Sonst was? Postprüfen bekommen? Ja, das haben wir schon mal gelesen. Oh ja, es gibt immer noch Belebersamen. Ich brauche aber immer noch das Geld für die Areale. Was möchtest du denn lagern? Natürlich das hier. Danke. Wir brauchen viele davon. Viele. Mindestens eine ganze Inventarseite. Und dann noch einige. Zu müde zum Aufstehen. Easy. Gut, die nehmen wir noch an. Dann führen wir die alle aus. Und dann wird das schon wieder gewesen sein mit der Folge. Also, wenn wir die Jobs gemacht haben. Und dann werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge schon in den Stahlberg wieder gehen. Mann, das geht so schnell. Ach ja, Leute. Oh Gott, diese ganzen sinnfreien, statusheilenden Bären. Wann hat man denn mal irgendwie die richtige im richtigen Moment? Nur wenn man den ganzen Arsch voll damit, scheiße, mit sich rumträgt. Und selbst dann ist es nicht garantiert. Ey, Pfiffchen, alte Sau! Warum verfehlen wir nur? Was für eine Trefferrate hat Fußkick? Es kann nicht 100 sein. Man sieht das natürlich nicht, ja. Get fucked. In the ass. With my foot. Foot job. Was rede ich schon wieder? Nimm doch das... Hallo? Nimm doch das Geld auf. Für einen Moment dachte ich, mein Pokémon ist verwirrt. Und ich war es ebenso. Und hier ist die Treppe natürlich nicht. Hier ist nur eine arschige Sackgasse. Und jetzt müssen wir den ganzen Weg hier zurück. Radfratz! Get fucked. Ich kicke einfach drauf. Nidoran! You want some too? Oh, irgendwie habe ich Spaß dabei, Pokémon in die Fresse zu treten. Ich weiß nicht, das ist irgendwie funny mit Macholo. Jetzt müssten wir uns diesen Angriff bis zum Ende des Spiels behalten. Hat Fußkick hier schon die Eigenschaft, dass gegen schwere Pokémon mehr Schaden macht? Ich glaube, das kam erst später. Ich wollte es nicht einsetzen, ich wollte nochmal auf ihn... Steuerung, bitte. Info. Ah ja, gibt's.
Das ist ja cool. Dann könnte es ja sogar später noch nützlich sein, wenn in den ganzen Dungeons große Pokémon kommen, die den ganzen Bildschirm ausfüllen und so. Also vorhin haben wir die mit einem Fußkick besiegt, ne? Wir sind schwächer geworden, ich merke schon. Nein, das liegt daran, dass die hier wahrscheinlich ein höheres Level haben als die Ebene darüber. Ich habe jetzt gar nicht so aufgepasst, auf welche Ebenen wir müssen. 3, 4, 5, glaube ich, ne? Okay, wir können hier nicht durch die... Ich sehe voraus, dass es oft passieren wird, dass wir eine Ebene verpassen. Weil manchmal will ich wohl dann doch zu schnell spielen. Hey, Pfeffchen, du alte Sau. Ey. Nope. Nope. Ja, danke. Nidoran. Jupp, ich will dich retten. Erlange Zauberkraft. Und entflieh dem Dungeon. Nein. Ja. Und zurück zur Treppe. Hey, Voldoball. Ach, ich feiere das dezent. Weiter geht's zur Donnerhallhöhle U4. Oh, guck da, ein Plüssel. Ja, senkt bitte den Angriff noch weiter. So, mehr Geld. Ich drücke öfters als einmal die falschen Tasten, ihr merkt schon, ne? Wenn ich einfach mal zur Seite wegstrafe. Pikachu, du kannst bitte auch mal was machen. Warum macht ihr mal eigentlich das ganze Gekämpfe? Ja, Pikachu doof. Pikachu! Ladevorgang. Ich habe immer noch nicht so richtig gecheckt, was Ladevorgang eigentlich macht. Das war ziemlich vage damals in der Generation. Inzwischen, glaube ich, es erhöht irgendeinen Spezialwert. Verteidigung oder Angriff? Ich weiß es nicht. Es ist eine nutzlose Attacke, meiner Meinung nach. Alter, wie viele Heuler haben wir inzwischen drauf? 5? Pikachu ist ernsthaft schon Level 11. Boah, hat das schon viele Attacken. Heuler. Ja, doch, Heuler vergessen. Niemand braucht Heuler. Ruckzuckieb ist viel cooler. KP, Angriff, Verteidigung, Spezial, ja. Okay. Alter, das ist Level 11, wir sind Level 8. Inzwischen ist es 3 Level vor uns. Das kann ja nicht wahr sein. Das Early Powerhouse unseres Teams. So. Oh wei. Oh wei, oh wei, oh wei. Ich mag immer, wie dort steht, es erlangt Zauberkraft. In welchem Sinne? Ja, es kann raus. Aus einem, aus dem Dungeon. Aber zaubert es dann gleich à la Harry Potter irgendwie um oder so? Wäre irgendwie cool, wenn die dann irgendwelche Zerböllerungsmagie kriegen und dann irgendwie den ganzen Raum in die Luft jagen. Aber das wäre jetzt doof. Ach komm, wirklich. Wie viele Heuler haben wir drauf? Gehen die nach einer Zeit weg? Unsere fixierte Attacke ist leer. Es wird immer besser. Aber das ist ja jetzt die letzte Auftragsebene und dann kann ich wieder einen Cut machen. Wenn wir hier raus sind und die Belohnungen eingestrichen haben, dann sind es bestimmt schon mindestens wieder 21 Minuten an Footage. Schön. Schön. Und ich wollte gar nicht mehr so überlange Folgen machen. Aber 20 ist ja noch nicht zu lang, ne? Wenn man mal bedenkt, dass heute in Mode ist, 40 Minuten Folgen zu machen. Das ist mir dann aber ehrlich gesagt zu lang. Ja, Zauberkraft. Vielen Dank, bis später. Entflohen. Ja, das war der letzte Auftrag.
Eindrucksvoll haben wir nicht nur eine Mission beendet, denn easy. 100. Vielen Dank, hier ist Amrena-Beere. Oh, Top-Elixier. Top-Elixier. Und Georock-Brock. Speichern, na, aber gerne. Und Save State, wie wir gesagt haben, immer einen Save State, damit das Spiel erhalten bleibt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder.